Würfelbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Markus. Heute mit dem Spiel Mystic Veil in einer Kurzreview. Das Spiel ist im Englischen von AEG erschienen, im Deutschen von Pegasus. Ein Spiel für 2 bis 4 Spieler. Und in diesem Spiel spielen wir Druiden oder Druidenkläne und versuchen, verfluchtes oder verseuchtes Land wieder in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuführen, also die Vitalität des Landes wiederherzustellen. Das Besondere im Spiel ist sicherlich der innovative, hier heißt es auf der Schachtel, Card Crafting Mechanismus oder Card Crafting System. Grundsätzlich erinnert das Ganze an einen Deckbuilding-Mechanismus. Allerdings, wir starten mit einem Deck ganz normal. Allerdings werden wir keine neuen Karten in dieses Deck hinzubekommen, sondern wir werden diese Karten im Deck erweitern. Das funktioniert darüber, dass wir uns zwar neue Sachen kaufen für unser Deck, aber keine Karten, sondern durchsichtige Folien, auf die teilweise bedruckt sind, die wir dann in Hüllen schieben in bei den existierenden Karten und die somit unseren Karten des Decks bereits weitere Fähigkeiten verleihen. Im Idealfall versuche ich damit natürlich irgendwelche Kombos zum Beispiel auf den Karten zu erzeugen, versuche negative Effekte auf den Karten vielleicht auszugleichen durch positive Effekte und so weiter und so fort. Und am Ende versuche ich möglichst viele Siegpunktkarten mir ergattert zu haben, die ich mir im Verlauf des Spiels immer häufiger kaufen kann, immer bessere kaufen kann, weil ich mehr Ressourcen generiere. Das Spiel hat mich zunächst von der Idee her wahnsinnig begeistert. Ich muss allerdings sagen, nach vielen Spielen gebe ich 4 von 6 Punkten. Es ist ein schönes Spiel, allerdings würde ich mir wünschen, dass es noch etwas vertieft, etwas erweitert wird. Vielleicht mit Erweiterungen, die auch geplant sind für das Spiel, weil ich so das Gefühl hatte, ich habe versucht, mit meinem Deck interessant zu gestalten, interessant zu bauen und dann war das Spiel vorbei, bevor ich überhaupt häufig an diese Karten rangekommen bin. Das kommt bei einigen Deckbuilding-Games auch vor natürlich, allerdings hier ist es mir einfach zu stark ins Gewicht gefallen. Ich hoffe, dass dieses System weiter benutzt wird, vielleicht das Spiel selbst auch und mit Erweiterungen das ganze Problem vielleicht noch ein bisschen reduziert wird und das Ganze noch spannender wird und dass ich wirklich ein tolles Gefühl habe, wenn ich am Ende ein tolles Deck habe, was ich mir genial zusammengestellt habe. Aber ansonsten, einfach mal um den Mechanismus kennenzulernen, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung, sich es mal anzuschauen.